draußen. Mein Name ist Thorsten Fanzelow. Ich bin der erste Vorsitzende vom Kreisjagdverband Oberhavel. Und ich möchte mit diesem Video die Arbeit der Anja und vom Alexander unterstützen für den YouTube-Channel. Und möchte euch daran teilhaben lassen über den Werdegang des Ausbaus der Lern- und Naturmobile. Ich werde in unbestimmten Abständen, je nach Ausbaustand, euch kleine Videos schicken und hoffe, dass ihr daran auch Freude habt und dieses wichtige Projekt Lern und Natur mit unterstützt. Das war's von meiner Seite aus. Ich zeige euch gleich die Anhänger von drin ein bisschen und wie der Ausbau vorangeht. Tschüss, bis bald. Ich fange mal an mit dem kleinen Maschinenpark. Man braucht eine unzählige Art an verschiedenen Maschinen für den Innenausbau und mache einen kurzen Schwenk zum ersten Hänger. Hier ist der Kollege, der gerade an der Elektroanlage von dem Anhänger ist. Die beiden Schränke sind schon fertig. Ich gehe mal weiter. Hier ist der Innenausbau auch schon mit den Schränken und den Wänden. Das ist dann der fertig lackierte Hänger. Ich kann einmal rumlaufen. Hier ist dann Hänger Nummer 3. Hier liegt das ganze Material rum, was noch verbaut werden muss. Hier arbeitet auch ein Kollege drin, noch am Sockelleisten montieren. Wir nutzen das schöne Wetter aus in der Natur und sind fleißig am Arbeiten. So, das war's von meiner Seite. Und ich hoffe, dass euch das kleine Video gefallen hat und werde wieder demnächst berichten.